Suchen Sie nach Hilfe und Schutz, die über jede menschliche Lösung hinausgehen? In diesem Video werden wir gemeinsam den Herrn durch Psalm 121 anrufen, ein mächtiges Gebet, das uns versichert, dass unsere Hilfe von dem Gott kommt, der Himmel und Erde geschaffen hat. Dies ist eine Einladung, unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott als unseren unermüdlichen Hüter zu bekräftigen, der niemals schläft und uns immer schützt. Lasst uns gemeinsam die Führung und den göttlichen Schutz suchen, besonders für die, die sich allein oder verlassen fühlen. Bereiten Sie sich darauf vor, die Kraft des Gebets zu erleben, das unsere Herzen und Gedanken über die Widrigkeiten erhebt und den Sieg über alle Herausforderungen des Lebens durch unseren unerschütterlichen Glauben an Christus verkündet. Beginnen Sie jetzt diese Glaubensreise mit uns und erleben Sie die rettende Kraft Gottes in Ihrem Leben. Heute komme ich vor euch mit Psalm 121, einer Schrift voller tiefem Trost und Hoffnung. Dieser Psalm, obwohl kurz mit seinen 8 Versen, hallt mit einer mächtigen Botschaft wider: Unsere authentischste Hilfe und Verteidigung kommt direkt von Gott. Während viele Schutz in irdischen Lösungen suchen oder Sicherheit in menschlichen Mitteln suchen, haben wir als Gläubige das Privileg, uns an den Höchsten zu wenden, den souveränen Namen Jesu Christi. Wenn wir gemeinsam in diesen Psalm eintauchen, erlauben Sie dem Heiligen Geist, Ihren Glauben zu stärken und Ihren Geist zu beruhigen. Mögen Sie in Zeiten der Unruhe oder Verwirrung tiefen Frieden und festes Vertrauen finden, verwurzelt in Ihrer Seele. Dieser Psalm soll ein Leuchtfeuer der Hoffnung sein, eine ständige Erinnerung daran, dass, egal wie chaotisch es um Sie herum ist, Ihre Hilfe vom Herrn kommt, dem herrlichen Schöpfer von Himmel und Erde. Die Bibel sagt in Psalm 121, ein Lied im Hörnchor: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich lade jeden von euch ein, ernsthaft über jedes Wort dieses Psalms nachzudenken. Wenn Sie nach Frieden und göttlicher Unterstützung suchen, schließen Sie die Augen, legen Sie die Hände auf Ihr Herz und fühlen Sie die tröstende Gegenwart des Herrn. Wenn das Lesen dieses Psalms etwas in Ihrem Herzen weckt, äußern Sie Ihren Glauben mit einem Amen in den Kommentaren. Und wenn Sie sich in einer turbulenten Lage befinden und die Hilfe des Herrn suchen, zögern Sie nicht, in den Kommentaren zu teilen, damit wir gemeinsam für Sie beten können. Bleiben Sie in der Gewissheit, dass wir in Gott eine unerschütterliche Zuflucht und einen wachsamen Hüter haben. Unabhängig von den Widrigkeiten oder Stürmen des Lebens, unsere Hilfe und unser Schutz kommen vom Herrn, der treu und unfehlbar ist. Vertrauen Sie auf ihn, und er wird Ihre Schritte sicher und weise leiten. Erkennen Sie den göttlichen Schutz, den wir als Kinder Gottes besitzen, ist entscheidend, eine Wahrheit, die oft in ihrer Größe unterschätzt wird. Die Schrift versichert uns unermüdlich, dass wir vom Herrn behütet werden, wir sind Schätze in seinen Augen, umhüllt von seiner ständigen Sorge und tiefen Liebe. Zu verstehen, dass ein so majestätischer und mächtiger Gott uns so kostbar hält, dass er uns beschützt, ist etwas Wunderbares und unendlich tröstend. Wenn Sie sich einsam oder von den Unbilden des Lebens verletzt fühlen, möchte ich, dass Sie wissen, dass Sie unter dem Schutz eines Gottes stehen, der niemals schläft oder ruht. Sie stehen unter der Wache des Löwen aus dem Stamm Juda, geborgen unter der erlösenden Macht des Blutes Jesu Christi. Als Kind Gottes sind Sie von Engeln umgeben,
wann immer Sie den Namen Jesu anrufen, um Hilfe zu suchen. Finden Sie Trost und Gelassenheit in dem Wissen, dass es eine wundersame Macht im kostbaren Blut des Lammes gibt. Unser schützender Gott ist unwandelbar und allmächtig. Er kennt jeden von uns individuell und liebt uns mit einer unvergleichlichen Perfektion. Er erfüllt all unsere Bedürfnisse und sichert unseren Schutz. In jedem Schritt unserer Reise, in jeder Herausforderung, der wir gegenüberstehen, haben wir die Gewissheit, dass er mit uns ist, uns behütet und leitet. Wenn Sie sich durch diese Wahrheit gestärkt und getröstet fühlen, drücken Sie Ihre Dankbarkeit in den Kommentaren mit einem Danke, Herr, aus. Wenn Sie eine herausfordernde Zeit durchlaufen und die göttliche Sicherheit in Ihrem Leben spüren müssen, teilen Sie Ihre Situation in den Kommentaren, damit wir unsere Gebete zu Ihren Gunsten vereinen können. Drücken Sie Ihren Glauben frei aus und ruhen Sie in der Sicherheit, die aus dem Wissen kommt, dass Sie unter der Hut des allmächtigen Gottes stehen. Bewahren Sie immer im Gedächtnis, dass Sie auch in den dunkelsten Momenten nicht allein sind. Sie sind geliebt und geschützt von einem Gott, der alle Widrigkeiten überwindet. Vertrauen Sie auf ihn, denn er ist Ihre Festung und Zuflucht, eine ständige und beruhigende Präsenz in Zeiten der Not. Lassen Sie uns jetzt in Gebet vereinen mit Herzen und Gedanken, die sich dem Herrn zuwenden. O Herr Jesus, wir erheben deinen heiligen Namen über alle Dinge. Du bist des ganzen Lobes und Anbetung würdig. In diesem Moment nähern wir uns dir und suchen deine Hilfe und göttliche Intervention im Leben derer, die sich diesem Gebet anschließen. Greife mächtig in unsere Umstände ein, Herr. Wir legen unser Vertrauen und unsere Hoffnung in dich über jede menschliche Lösung hinaus, denn wir wissen, dass unsere wahre Hilfe von dir kommt, o König Jesus. Inspiriert von Psalm 121, Verse 3 und 4, werden wir durch deine Verheißung getröstet. Er wird nicht zulassen, dass deine Füße straucheln, der dein Hüter ist, wird nicht schlummern. Nein, er wird nicht schlummern noch schlafen, der Hüter Israels. Wir danken dir, Herr, für diese Zusicherung ständigen Schutzes. Wir sind gewiss, dass du uns standhaft und sicher hältst, unerschütterlich vor den Herausforderungen und Angriffen des Feindes. Dein Wort versichert uns, dass wir sicher unter deiner Obhut gehalten werden. Wir bitten dich, Jehova Jireh, unser Hüter und Beschützer, dass du uns sicher in deiner unendlichen Liebe hältst. Halte fest unsere Hände und führe uns auf den Wegen deiner Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn Sie Gottes Führung und Schutz in Ihrem Leben suchen, schließen Sie die Augen und rufen Gott an, damit er Sie leitet und beschützt. Wenn dieses Gebet Ihr Herz berührt, bekunden Sie Ihr Amen in den Kommentaren. Wenn Sie ein spezifisches Gebetsanliegen haben oder eine Situation, die göttliches Eingreifen erfordert, zögern Sie nicht, es mit uns zu teilen, damit wir unsere Gebete zu Ihren Gunsten vereinen können. Denken Sie daran, dass Gott unser sicherer Zufluchtsort und unser treuer Führer ist. In den Unsicherheiten des Lebens ist er der feste Fels, auf dem wir Halt und Sicherheit finden. Vertrauen Sie auf ihn, um Ihre Schritte zu lenken und Ihren Weg in allen Umständen zu schützen. Du bist wahrhaftig unser Hüter, himmlischer Vater. In deiner Allwissenheit und Herrlichkeit ruhst du nie, immer wachsam und besorgt um uns. In dir finden wir eine Zuflucht der Sicherheit und tiefen Frieden. Wir sind sicher und gelassen, uns dessen bewusst, dass derselbe Gott, der Abraham, Isaac und Jakob geführt hat, auch auf uns und unsere Liebsten achtet. O allmächtiger Vater, du schützt uns während der Nacht und bewahrst uns unter der Sonne des Tages. Wir drücken unsere tiefe Dankbarkeit aus, Herr, dass du uns mit deiner Liebe und deinem ständigen Schutz umgibst. Du bewahrst uns von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, und dafür preisen wir dich.
Wir sind dankbar, Herr, weil du uns vor feindlichen Angriffen schützt und alle bösen Pfeile abfängst, die auf uns gerichtet sind. Du, unser himmlischer Vater, bist die ewige Quelle von Liebe und Schutz. Unter deiner allgegenwärtigen Obhut gibt es keinen Platz für Furcht oder Unruhe. Jeder Moment unter deiner Hut ist ein Spiegelbild deiner Barmherzigkeit und Macht. Umarmt von deiner liebenden Fürsorge fühlen wir uns gesegnet und in Frieden, sicher in dem Wissen, dass wir unter deiner Wache vor allem Bösen sicher sind. Selbst in den Stürmen des Lebens, wenn die Wellen der Angst versuchen, uns zu ertränken, hält uns deine starke Hand fest. Du bist unsere Zuflucht und unsere Stärke, eine sehr gegenwärtige Hilfe in Zeiten der Not. Ich lobe dich, o Gott, für jeden Morgen, der deine Treue zeigt, und jeden Abend, der deine Ruhe verkündet. Wir verherrlichen deinen Namen, Herr, denn in dir finden wir einen unerschütterlichen Schutz gegen die Stürme des Lebens. Du bist unser Schild, der Beschützer unserer Seelen, und in dir finden unsere Herzen wahren Ruhe. Wir preisen dich, Herr, denn bei jedem Schritt und jedem Atemzug empfinden wir deine bewachende Gegenwart und wirst uns mit Liebe und Weisheit geführt. Wenn sie dankbar für den ständigen Schutz des Herrn in ihrem Leben sind, bekunden sie ihre Dankbarkeit in den Kommentaren mit einem Danke, Herr. Wenn sie Zeugnis ablegen wollen von der Gegenwart und Sorge Gottes auf ihrem Weg, teilen sie, wie er sie behütet und unterstützt hat. Und wenn sie eine Erzählung haben, wie Gott sie vor Gefahr oder Widrigkeiten geschützt hat, teilen sie diese Bitte mit uns, um den Glauben anderer zu stärken. Wissen Sie, dass wir sicher sind unter der Wacht des allmächtigen Gottes. Gleichgültig, welche Herausforderungen oder Risiken wir gegenüberstehen, er ist bei uns, beschützt uns und sichert unsere Sicherheit. Vertrauen Sie auf ihn und ruhen Sie in der Gewissheit, dass er immer aufmerksam ist, sich um Sie und Ihre Familie kümmert. Während sich einige auf irdische Mittel stützen mögen, wie moderne Fahrzeuge oder körperliche Stärke, entscheiden wir uns in meinem Haus und alle, die dieses Gebet hören, bewusst, unser Vertrauen in den Namen des Herrn, unseres Gottes, zu setzen. Mein Glaube ruht auf dir, Jesus, denn dein Wort, ausgedrückt im Psalm 20, Vers 6, versichert uns, nun weiß ich, dass der Herr seinen Gesalbten rettet. Er wird ihm antworten von seinem heiligen Himmel mit der rettenden Kraft seiner rechten Hand. Unser Vertrauen ist fest und gegründet auf den Herrn, nicht auf die vergänglichen Dinge dieser Welt. In allen Situationen wählen wir, auf deine Allmacht und Gnade zu vertrauen, wohl wissend, dass deine Kraft und Liebe konstant und unveränderlich sind. Die göttliche Verheißung in Psalm 20, Vers 6 inspiriert und ermutigt uns, wiederholend, dass der Herr uns von oben antwortet mit der rettenden Kraft seiner rechten Hand. Heute erklären wir mit resolutem Glauben Triumph über alle Herausforderungen und Hindernisse des Lebens. Wir verkünden Sieg in all unseren Kämpfen, denn in Christus sind wir mehr als Überwinder. Wir sind triumphierend, wir sind Eroberer, denn größer ist der, der in uns wohnt, als der, der in der Welt ist. An diesem Tag verkünden wir mit Herzen voller Glauben, dass wir trotz der Stürme der Existenz in Christus höchst siegreich sind. Unsere Kämpfe werden nicht durch menschliche Stärke gewonnen, sondern durch die Macht des Herrn, der in uns wohnt. Der in unseren Herzen herrscht, ist größer als jede Widrigkeit oder Opposition der Welt. Mit Christus ist unser Sieg gewiss, wir sind siegreich und Eroberer, fähig, jede Barriere durch die Gnade und Kraft zu überwinden, die er uns gibt. Ich lade jeden von euch ein, euer Vertrauen und euren Glauben im Herrn auszusprechen. Wenn sie auch ihr Vertrauen in Gott setzen und nicht in die Dinge der Erde, bekunden sie in den Kommentaren, ich vertraue auf den Herrn. Wenn sie glauben, dass sie in Christus mehr als ein Eroberer sind, bekräftigen sie, ich bin ein Eroberer in Christus. Teilen sie ihren Glauben und die Siege, die Gott ihnen auf ihrem Weg gegeben hat.
Erinnern wir uns daran, dass wir in Christus den Sieg sicher haben. Egal welche Herausforderungen oder Gegner, wir sind sicher im Triumph, denn wir vertrauen auf den allmächtigen Gott. Bleiben Sie standhaft im Glauben, wissend, dass mit Gott an Ihrer Seite Sie jedes Hindernis überwinden und alle Schlachten gewinnen können. Mit Ehrfurcht und Bewunderung erhebe ich deinen Namen, himmlischer Vater. Dein Wort, offenbart in den Psalmen, verkündet mit Gewissheit: Der Herr wird dich bewahren vor allem Übel, er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang bewahren von nun an bis in Ewigkeit. Mit einem Herzen voller Glauben und Wertschätzung erhebe ich deinen heiligen Namen, Herr, und danke dir für deine unerschütterlichen und wahrhaften Verheißungen. Im Glauben bekräftige ich, dass du, Herr, mein Gott, mich vor jeder Bedrohung schützen wirst. Jehova Jireh, du wachst über mein Leben und bewahrst mich vor jedem Unglück. Mit absolutem Vertrauen verkünde ich, dass kein Übel mir nahe kommen oder mein Heim erreichen wird, denn mein Retter wacht über mein Kommen und Gehen, jeden Tag meines Lebens. Möge dein Name ewiglich verherrlicht werden, Herr Jesus. Ich bitte, dass die Worte, die ich hier gesprochen habe, im Himmel widerhallen, im Namen Jesu. Ich danke dir, Herr, dass du dieses Gebet erhörst. Im Namen Jesu bete ich. Amen. Wenn Sie dankbar für den kontinuierlichen Schutz des Herrn in Ihrem Leben sind, drücken Sie Ihre Dankbarkeit in den Kommentaren mit einem Danke, Herr, aus. Wenn Sie an Gottes Verheißungen für die Sicherheit Ihres Lebens, Ihrer Familie und Ihrer Lieben glauben, bekunden Sie: Ich werde vom Herrn behütet. Lassen Sie uns gemeinsam Gott für seinen treuen Schutz und seine Sorgfalt loben. Erinnern Sie sich daran, dass Gott in jedem Moment unser Beschützer und Hüter ist. Auf jedem Weg haben wir die Gewissheit, dass er an unserer Seite ist, uns beschützt und führt. Vertrauen wir auf den Herrn, denn er ist treu, seine Verheißungen zu erfüllen und uns zu behüten, jetzt und für alle Ewigkeit. Wenn dieses Gebet Ihr Herz berührt hat, wenn Sie die Gegenwart und die Kraft Gottes in Ihrem Leben gespürt haben, während wir unsere Stimmen im Gebet vereint haben, lade ich Sie ein, Ihre Erfahrungen in den Kommentaren zu teilen. Schreiben Sie Amen, um die Segnungen und Siege, die heute verkündet wurden, zu bestätigen. Erzählen Sie uns, wie dieses Gebet Ihren Glauben gestärkt oder Ihrem Geist Frieden gebracht hat. Darüber hinaus, wenn Sie noch kein Teil unserer Gemeinschaft auf dem Kanal sind, ermutige ich Sie, sich jetzt anzumelden. Indem Sie sich anmelden, treten Sie einer wachsenden Glaubensfamilie bei und erhalten Benachrichtigungen über neue Gebete und Lehren, die genau das sein könnten, was Sie oder jemand in Ihrer Nähe braucht. Zuletzt, aber sicherlich nicht weniger wichtig, wenn Sie glauben, dass diese Botschaft das Leben anderer Menschen segnen kann, bitte ich Sie, dieses Video zu teilen. Indem Sie teilen, werden Sie zu einem Werkzeug Gottes, das Hoffnung, Glauben und Liebe verbreitet. Zusammen können wir einen Unterschied machen, indem wir das Wort Gottes überall hinbringen. Ich danke Ihnen für Ihre Anwesenheit bei uns heute und möge der Herr Sie und Ihre Lieben weiterhin segnen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, aktivieren Sie die Benachrichtigungen, hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie es. Ich empfehle auch, das Video anzusehen, das jetzt auf dem Bildschirm erscheint. Gottes Segen.